Hallo Leute, ich bin's, der Jörn. Ich möchte euch mal ganz herzlich begrüßen zum neuen Video. Ja, es ist Sonntag heute. Ich möchte eigentlich nur ein klein wenig spazieren gehen, nicht mehr. Eine kleine Minitour machen. Sprich, ich habe mein Auto unten am Hohbergparkplatz abgestellt. Ich werde jetzt eigentlich nur zu den vorderen drei Eichen laufen. Auch Oberderbacher Eichen, drei Eichen genannt. Ja, es muss heute nichts Großes sein. Hauptsache nicht den ganzen Tag wieder vor der Couch und vorm Computer sitzen. Ja, muss ja nicht sein. Eigentlich habe ich dieses Wochenende ja geplant, am Derschenhaus mal zu übernachten. Aber ganz ehrlich, ich habe gestern Abend Kopfschmerzen gehabt. Und auch so war mir nicht ganz so gut. Aber ich dachte, nee, das bringt mir jetzt nichts, hier rauszugehen. Ja, lieber für heute dann gemütlich rausgehen. Gemütlichen Spaziergang machen. Und hier ein, zwei Stunden gemütlich sitzen. Ja, ich möchte den Christian grüßen vom Kanal Kurpfalz Outdoor. Der Chris hat die 500 Abonnenten geknackt. Dazu einen herzlichen Glückwunsch. Ja, der Chris hat dann ein Giveaway gemacht, hat zwei Päckchen geschnürt mit so Kleinigkeiten drin und hat mich tatsächlich dann als ersten Platz erworfen. Ja, das Paket kam an, ich habe mich gefreut. Ich wollte ein Dankeschön-Video drehen, stell die Kamera hin, guck mir das zwei, dreimal an, dass alles in Ordnung ist, mach das Video fertig. Und dann gucke ich mir es an und sehe, dass dann alles, was ich aufgenommen habe, nicht im Bild war. Also immer ein Stückchen weiter oben. Und da man ja ein Paket nur einmal öffnen kann, nicht zweimal, habe ich jetzt nochmal zugeklebt. Da habe ich mir gedacht, okay, lasse ich sein. Aber ich möchte mich jetzt auch so bei dir einmal bedanken. Ja, das Wetter. Hier ist auch nicht gerade das Beste, muss ich sagen. Es ist gerade angenehm, nicht so heiß wie in den vergangenen Tagen. Ja, aber so wie es aussieht, kommt noch ein Wetterchen auf. Aber auch das macht mir nichts aus. Ich habe da ja passende Kleidung dabei. Außerdem ist es ja nicht so weit. Ja, was mit dem Wetter hier bei uns ist ja sowieso immer so ein Thema. Wir sind hier am Rande der Nordvogesen in der Hart. Wir bekommen unser Wetter aus Frankreich. Frankreich ist vielleicht 5 Kilometer weg. Ja. Und wir hier in der Südpfalz wissen, wenn es bei uns regnet, ist eine Stunde später in Karlsruhe auch Regenwetter angesagt. Aber das soll mich jetzt nicht aufhalten und nicht stören. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, ich habe ja vor 2 Wochen war das jetzt auf dem Sommerfels übernachtet. Ganz zufrieden war ich mit dem Video hinterher nicht. Ja, da gab es so 2 Sachen, wo man hätte besser machen können. Zum einen habe ich am frühen Morgen im Lauterdran vergessen, nochmal so einen Schwenk zu filmen. Ja, frühmorgens über Annweiler hätte man tun können, was mir auch nicht gefallen hat, das Abschlussplädoyer, das hätte man erstmal besser machen können oder anders sagen können. Und was mir da auch nicht gefallen hat, wie ich da gesessen war, wie so ein fetter Sack auf der Bank, das T-Shirt da auf 7:45, die Jacke auf 7:45, hat nicht so dolle ausgesehen. Aber okay, ja. Scheint trotzdem bei euch angekommen zu sein. Ja, was gibt es noch Neues? Nicht so viel. Würde ich mal sagen. Ich denke mal, ich habe jetzt alles soweit durch. Ich werde mich jetzt noch auf den Rest des Weges konzentrieren. Und ich würde sagen, ich melde mich später nochmal bei euch. Ja, ihr liebe Leute, ich habe jetzt hier mal mein Tarp hingespannt, damit ich mich nicht in die Hütte reinsetzen muss, sondern dass ich hier draußen sitzen bleiben kann. Für den Fall, dass es regnet. Ich bin
selber schon mal erstaunt. Ich hoffe doch, dass das Ganze ein bisschen hält. Ich habe das hier an dieser Eiche mit dem Topsegelschotsteg, also abgespannt, hier hinten die Buche genommen, hier nochmal die Eiche und hier einfach die Bank. Hier habe ich einfach einen Ast. Ich war natürlich so schlau und habe eine Säge vergessen, hatte aber meine Axt dabei. Ja, der Wanderstock ist jetzt so provisorisch dazwischen reingesteckt. Für den Fall, dass es wirklich regnen sollte, dass das Ding nicht durchhängt. Ich sag mal so, für hier ein bisschen zu sitzen, das langt gerade vollkommen. Ja, ich hatte vorhin, habe ich noch eine Sache vergessen zu erwähnen. Ich habe ja Kronweg gesagt und es ist nicht der Kronweg, sondern der Kaiser-Friedrich-Weg. Und zwar deswegen, weil die Markierung eine Krone aufweist. Also gehen wir mal dahin. Ich habe jetzt auch keinen Paracord genommen. Ich hätte welches dabei gehabt. Aber bei einem Tarp, da waren diese vier Schnüre dabei. Die habe ich jetzt einfach mal hergenommen. Ja, es gibt noch eine Sache, die hier ganz außergewöhnlich ist. Hier sind neue Bänke, neue Tische. Ich weiß nicht, wie viele Jahre lang hier dieses Areal abgesperrt war. Weil hier nochmal schön um den Baum herum dieses Areal abgesperrt war. Keiner hat sich um diesen Platz gekümmert. Und auf einmal ist Schlag auf Schlag gegangen. Da wurden die Bäume, die hier sind, da wurden die nötigen Schnittarbeiten gemacht, dass die Äste, die abgeschnitten werden sollten, oder runterhangen, dass sie nicht mehr so runterhängen. Und dann wurden die alten Bänke und Tische, die man hier sieht, die schon total verwittert waren, durch neue ersetzt. Und ich muss sagen, dieses Plätzchen ist jetzt wieder richtig schön. Man kann hier wieder herlaufen zu der vorderen Drei-Eichen-Hütte. Ich gehe jetzt mal ein Stückchen weiter vor. Hier hat man jetzt schön den Überblick über das ganze Areal. Ich denke mal, ich werde hier bei Gelegenheit vielleicht auch mal eine Übernachtung machen. Ja, das Besondere ist, dass wir uns ja im sogenannten Otterbach-Abschnitt befinden. Ja, hier gibt es im Wald unzählige Bunker und Ruinen. Und das hier müsste sogar noch ein Krater mal gewesen sein. Geht so nach unten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich kann mir es fast vorstellen. Hier natürlich gehen die verschiedenen Wanderwege auch ab. Da würde man nach Oberodderbach kommen. Da kommt man zum Hohenberg-Parkplatz. Da geht es wieder nach oben Richtung Hohenberg. Ja, da drüben würde es dann Richtung Dörrenbach gehen, zur Guttenburg. Ja, das kann ich euch auch einmal zeigen. Ich habe heute, wie gesagt, nur das Handy dabei, keine Kamera. Ich hatte keine Lust, so viel Zeugs mitzuschleppen heute. Ja, man kann entweder in diese Richtung laufen oder in diese Richtung. Das macht im Prinzip keinen Unterschied. Ja, da geht es nach Dörrenbach rüber. Hier bin ich hergekommen. Ja. Hier kann man, wie gesagt, beide Seiten zur Guttenburg laufen. Was natürlich auch schön ist, sind die ganzen Hinweistafeln, die wir hier haben. Hier nochmal der Stein, der Wegweiser. Hier haben wir natürlich auch die Infotafeln. Also die Westwalltafeln.
Hier unten, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich kann das selbst nicht genau sehen, laufen noch so ein Mountainbike-Pfad, wo die Mountainbiker herunterfahren können. Ja, ganz genau sehe ich das aber selbst gerade nicht. Und hier wieder schöne Plätzchen. Das war's mal soweit. Ich werde jetzt mal mein Essen vorbereiten. Mal gucken, ob ich euch noch mal dazu schalte oder auch nicht. Ich melde mich später noch mal bei euch. Ja, hier sieht man jetzt mein Gaskochersystem und meine Wasserflasche, die hier steht. Gestern habe ich Geschnetzeltes gemacht und ein paar Nudeln dazu. Heute habe ich den Rest einfach mitgenommen und werde das jetzt hier gleich gemütlich verspeisen. Ja, und lieber Chris, dein Karabinerhaken, den habe ich hier im Einsatz. Ja, da hängt der Poncho dran. Ja, ich werde mir mein Essen gleich schmecken lassen. Ja, wie ihr sehen könnt, ist jetzt alles wieder zusammengepackt. Das Tarp ist abgehängt. Da ist jetzt mein Rucksack und meine Wanderstöcke sind jetzt hier. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Ein schöner Mittag geht zu Ende. Ja, Leute, das soll es jetzt mal von mir gewesen sein. Ich war jetzt, wie gesagt, heute an diesem Sonntag nur ein bisschen spazieren. Habe euch da ein bisschen mitgenommen, ein bisschen begleitet. Ich hoffe doch, dass euch dieses Video ein wenig Spaß gemacht hat. Ja, also Spaß gemacht hat. Hoffe doch, euch hat es gefallen. Wie immer, geht selbst raus, habt selbst ein wenig Spaß. Ja, nutzt den Tag. Und das soll es von mir gewesen sein. Wie immer dran denken. Ja, Waldbrandstufe 4. Kein offenes Feuer. Müll wieder mitnehmen, nicht rauchen. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch, einen schönen Tag. Ich sage schönen Gruß und auf Wiedersehen.
Ja, ihr Leute, ich habe jetzt einen Krampf im Arm, aber jetzt habt ihr mal gesehen, wie man von der Oberrunner fährt.